Herr Allmann, wie haben Sie eigentlich die Zeit vor dem Mauerfall in Erinnerung? Ich bin ja so alt, dass ich nicht nur die Mauer noch aus westdeutscher Sicht erlebt habe, sondern ich bin dreimal vor dem Mauerfall in der DDR gewesen, insgesamt so 10 Tage. So dass ich auch das Leben in der DDR, in Dresden, in Leipzig, in Rostock, was ich aus Berlin erlebt habe und auch ein bisschen nachempfinden kann, wie das Lebensgefühl war. Wann war das, als Sie in der DDR waren? Kurz vor dem Mauerbau oder auch längere Zeit davor? Das erste Mal 93, das letzte Mal 83 und das letzte Mal 88. Darf ich mal fragen, wie lange Sie 83 da waren und 86? 83 Tagesausflug nach Rostock, das war das erste Mal. Und 88 war ich eine ganze Woche Rundreise durch die damalige DDR. Sind Sie da als Westdeutscher reingekommen oder als Westberliner? Nee, ich war ja Westdeutscher. Genau. Und ich war Stipendiat der Stiftung und die Stipendiaten wurden eingeladen. Weil die DDR dachte, wir werden indoktriniert und haben ein ganz falsches DDR-Bild. Und das würde jetzt besser werden, wenn wir da rumreisen. Das ist aber das Gegenteil eingetreten. Also ich fand alles noch viel schlimmer, als ich es in der Theorie vorher gehört hatte. Haben Sie auch noch miterlebt, als die Westdeutschen maximal nur 24 Stunden die DDR besuchen konnten? Nein, die Zeit kenne ich nur aus Erzählung. Ja, die kennen Sie aus Erzählung. Ich kenne die. Abends um 24 Uhr wieder raus. Ne? Gut, wie haben Sie denn den Tag des Mauerfalls erlebt? Schabowski meint ja, am nächsten Tag kann man einen Antrag stellen, beziehungsweise wenn die Ämter wieder offen sind. Ist offensichtlich so falsch verstanden worden, dass die sofort zur Mauer gerast sind. Und Schabowski meinte, die wollten noch mal sehen, wie weit sie gehen konnten. Wie sehen Sie das heute? Also ich war damals, kann mich genau erinnern, ich war bei der Lufthansa in New York beschäftigt. In New York ist ja jetzt 6 Stunden später, das heißt, das ist passiert 13 Uhr New Yorker Zeit. Und da sind immer mehr Menschen zu uns zur Lufthansa gekommen und haben gesagt, auch Deutsche, und was sagt ihr denn? Und damals gab es schon CNN und dann haben wir alle CNN geguckt. Und ich bin dann am Tag danach nach Deutschland geflogen, um es mir hier vor Ort anzugucken. In den 90er Jahren gab es ja die Mauerschützenprozesse und Politbüroprozesse, NVA-R-Prozesse. Wie haben Sie das erlebt? Also das habe ich nicht sehr intensiv beobachtet, weil ich damals Unternehmer war und sehr beschäftigt und nicht mit der Aufarbeitung befasst war. Es ist immer schwierig in einer Diktatur dann im Nachhinein Verbrechen zu beurteilen. Ich finde insgesamt, mit einigen Ausnahmen ist es eigentlich ganz gut gelungen. Aber Gerechtigkeit für die Opfer werden sie natürlich nie wirklich schaffen. Da haben ja einige mal angedacht, da Foren zu schaffen. Derjenige, der sich bekennt und offen bekennt, der kriegt Straffreiheit. Hatten Sie das damals für eine gute Idee gefunden? Zum Beispiel war das Günter Gauss, Wolfgang Ullmann und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, ich finde, rechtsstaatlich geht nur das, dass sie das bestrafen, was zum Zeitpunkt der Straftat auch schon strafbar war. Oder das heißt, ich bin dann immer mal so außen um den Kreis Amnestiejustiz finde ich, glaube ich, nicht das, was ich richtig finde. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt was für Historiker. Die Frage ist ja, hat sich ja übrig heute. Okay, kriegen wir heute nicht gebündelt. Müssen ein extra Interview vorbehalten. Danke, Herr Allmann. Danke Ihnen.